Mix TV on Tour. Hallo, ich melde mich aus dem beschaulichen Koblenz und wir sind zu Gast bei Ding Dong. Hallo Kevin, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, komm rein. Tag, ja. Schön, dass du da bist. Schuhe aus natürlich, klar. So. Ja, schön, nett, dass wir danke. Sein dürfen. Ja. Bist du meine hausfraulichen. Guck mal, wer da auf uns wartet schon. Das ist unser Lieschen. Hallo. Sag mal hallo Lieschen. Willst du mal den Mixerinnen und Mixern Hallo sagen? Da passt du oder schön auf spielen? Passt du schön auf dein Kuscheltier, gell? So, Mix TV on Tour. Wir haben es ja angekündigt letzte Woche, dass wir mal so ein paar andere Küchen sehen wollen. Guck mal, hier ist Betrieb. Kim ist da. Mensch. Ist zu Besuch. Schreibt gerade Rezepte. Wenigstens eine, die arbeitet hier. Ja, ich habe bisher nur den Backofen angeworfen. Ja, wir wollen kochen. Und zwar hier bei dir zu Hause. Ich mache mal die Tür hier wieder zu. Heizung ist genau, an. Genau. So, und ich bin gespannt. Was machen wir heute, Silvia? Ja, ich werde mit euch kommen aus Koblenz, wie vielleicht einige schon wissen, und ich werde mit euch heute erstmal eine bayerische Spezialität machen. Die gibt es bei uns zum Salatin eigentlich, oder auch natürlich als Oktober. Jetzt ist der Doppelkuchen, den hatten wir schon im September-Ausgabe veröffentlicht, und dann werde ich heute mit euch kochen und euch den ans Herz legen. Die gibt es in verschiedenen Varianten. Ganz klassisch mit Speckwürfel, da kann man natürlich dann Fleischwurst, Mettwürstchen, Cabanossi oder was auch immer auch reintun. Für die vegetarische Variante dann einfach ohne Schinkenwürfel und Kim mag es lieber gerne vegetarisch. Lass mal die Speckwürfel, machst du auch, genau, okay, ja, wissen wir ja. So, ich habe die Zutaten schon mal vorbereitet. Ich habe schon mal Kartoffeln gewaschen. Wir machen heute nur einen kleinen, aber das Rezept, was ich euch in Hand gebe, ist also locker für einen 4-5-Personen-Haushalt. Ich habe heute nur 1 Kilo Kartoffeln gemacht, habe ein Brötchen eingeweicht, die Schinkenwürfel, eine Zwiebel, ein Ei, Pfeffer, Salz, Muskat, ein bisschen Öl, eine flache Form. Ja, je flacher er ist, desto knuspriger wird er dann im Endeffekt auch. Ja. Warte kurz, wir wollen es noch kurz einblenden, was die Leute zu Hause brauchen. Hier steht mein Freund oder meine Freundin, der Thermomix. So, ihr merkt auch schon einen Unterschied im Gegensatz zur Mix-Küche. Privat nutzt man bei Silvia zu Hause den 4M6. Das war ein Invest, den ich vor wenigen Monaten getan habe. Aber natürlich, total. Also ich bin ganz, ganz happy damit. Von der Funktionalität her ist er natürlich wesentlich ausgereifter oder nochmal ausgereifter als der TM5. Und ich freue mich, dass er jetzt hier eingezogen ist. Dann lass uns mal anfangen zu kochen. Ja, an ist er schon. Innen drin sieht eigentlich alles genauso aus. Der Mixtop-Deckel ist ein bisschen anders, aber ansonsten ist er von der Funktionalität her nicht anders. So, die Kartoffeln habe ich schon vorbereitet. Wie gesagt, können Sie jetzt noch holen. Kilo Kartoffeln habe ich gemacht. Im Rezept stehen 2,5 Kilo Kartoffeln. Die kann man jetzt auch alle zusammen machen, weil das schafft er auch. Ansonsten, wenn er die größere Menge macht, dann müsste es in 2 Portionen die Kartoffeln zerkleinern. Und noch die Zwiebel dazu. Tja. Du musst jetzt mal bedenken, das ist natürlich etwas, was Silvia häufig mal kocht und deswegen ist jetzt nicht alles ganz stur nach Rezept, also sehr viel, wie sagen wir so schön, Ostelameng. Ja, genau, Ostelameng, genau, bei uns sagt man Ostelameng, genau. So, jetzt. Viel leiser als der andere, den wir in der Mixküche stehen haben, muss ich sagen. Du? Ja. Meinst du, dass das so ist? Ja, ich merke es am Ausschlag des Mikrofons. Kurzer. Vielleicht kann ich währenddessen, gehe ich mal kurz zu Kim rüber, die gerade Rezepte schreibt. Hallo Kim. Hallo. Die neue Mix ist da. Mensch, guck mal hier. Da bist du auch drin, Kim. Ja, mit deinen Trendrezepten. Ich weiß das ja schon. Tolle Fotos übrigens. Bitteschön. Die neue Mix ist da.
ab jetzt im Handel erhältlich mit einem tollen Gewinnspiel. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, Silvia. Ein Thermomix Friend. Was das ist, möchte ich dann gleich mal von dir wissen. Alles zur Adventszeit. Das Fest wird kulinarisch. Danke, letzte Woche hatte ich ein paar Wortfindungsschwierigkeiten oder vorletzte Woche. Da hat dann, ich glaube es war Marion, hat dann geschrieben, das Fest wird kulinarisch. Und das merke ich mir jetzt. Und wir sprechen gleich noch über diese Ausgabe. Weiter geht's. So, das fülle ich dann gerade mal um. Kann natürlich sein, dass die Kartoffeln noch ein bisschen Wasser lassen. Und von daher mache ich das immer noch mal kurz in Sieb. Presse das nochmal ein bisschen durch. Ja, aber die sind wirklich, das sind gar nicht viel. Hat doch jetzt so eine schöne Konsistenz von den Kartoffeln. Ist das jetzt klüger mit dem Dübbekuchen? Ich meine, manche spülen die Kartoffeln ja noch ganz extrem ab, um möglichst viel Stärke abzubekommen, wenn sie mal geschält sind. Also sollte man das auch tun hierbei oder kann man das auch, ja, relativ stärkehaltig halten? Ja, kann man ruhig. Also natürlich lasse ich die Kartoffeln vorher im Wasser erstmal liegen, so eine halbe, dreiviertel Stunde und gieße das Wasser natürlich auch mal ab, mache nochmal Frisches dazu. Aber danach ist das eigentlich alles. So, das ist jetzt meine Masse. Da kommt dann jetzt Muskat. Pfeffer. Salz. Ein Ei. Meine Schinkenwürfel. Je nachdem, mehr oder weniger, das auch nach Gusto, wie man es mag. Und dann noch das ausgedrückte Brötchen dazu. Hast du nicht eigentlich gerade gesagt, wir machen die vegetarische Variante? Heute machen wir die mit Schinkenspeck. Ah, okay. Ich mag die lieber so. Kim, wir kochen gleich noch was anderes für dich. Das ist einfach unser Familienrezept. Ja, gell? So, das mischen wir jetzt auch schön durch. Das ist eigentlich ruckzuck gemacht und weil der jetzt gleich so schön flach ist, braucht er auch nur, ich denke mal, eine knappe Stunde im Ofen. Es hängt wirklich von der Menge ab. Ich heize den Backofen auf 200 Grad Unterhitze vor. Und dann hängt es wirklich davon ab, wie flach die Form ist und wie viel Masse ihr habt. Da müsst ihr einfach auch schauen, je nachdem, wann die Kruste schön braun ist, dann ist er entsprechend auch gut. Ist das jetzt eigentlich das, was man im Saarland Dibbelabbes nennt? Ja. Aha. Schon, den gibt es ja, wie gesagt, in den unterschiedlichen Regionen unterschiedlich. Mit unterschiedlichen Namen, mit unterschiedlicher Zubereitung. Die einen machen Fleischwurst rein, die anderen, wie gesagt, die Mettwurst oder die Cabanossi. Und ja, gut. Bei uns macht man es im Rheinland klassisch so. Okay. So, das ist meine Form. Ich habe ein bisschen Sonnenblumenöl. Was ich jetzt noch. Hm? Achso, du musst hier ran. Alles gut. Ist alles, ja klar. Alles gut. Theoretisch könnte man den vorher auch noch kurz anbraten, aber ich habe die Erfahrung gemacht, der schmeckt genauso gut, wenn er auch so in den Ofen kommt. Dazu wird man klassisch Apfelkompott, was man ja auch eigentlich ruckzuck im Thermomix gemacht hat. Ich wollte schon anfangen zu quatschen und erzählen, dass die Mix eine absolute Familiengeschichte ist, wie ihr seht. Kim ist ja die Nichte von Silvia. Ne? Wer es noch nicht weiß, jetzt wisst ihr es. Und arbeitet tatkräftig mit, schon seit vielen Jahren ist sie mit dabei. Ja, auch Doro ist ja quasi Freund der Familie. Ja. Deswegen, es ist, ich glaube, genau das, was die Mix so stark macht, ist eben, dass wir so eine große Familie sind, ja auch mit euch da draußen. Und deswegen freuen wir uns, dass ihr heute bei MixTV mit dabei seid. Jetzt geht's in den Ofen schon. Jetzt geht's das war's schon? Das war's schon, ja. Ist ja sensationell. So, wie gesagt, Backofen schon vorbereitet. 200 Grad. Guck mal, Stunde. Und dauert wieder. So, 59, 55. Ja. Nach einer Stunde schauen wir dann, wie es aussieht.
So, schau mal, Kevin, noch 12 Sekunden. Dann hat unser Düppekuchen eine Stunde hinter sich im Backofen und riechen tut das schon mega gut, aber schon seit einer halben Stunde circa. Und hier gibt es keine 8 Sekunden Abkühlzeit. Nein, gibt es ja nicht. Also er bimmelt direkt bei. Aber wir warten noch die 8 Sekunden, weil wir sind das gewohnt. Okay, doch, jetzt. Okay, jetzt aber. Boah. Ja, dadurch, dass er so schön flach ist. Ach, ich glaube, der ist auch sehr gut geworden. So, wollen wir vielleicht mal ausstellen. Ich habe extra die dicken Handschuhe angezogen. Na, Kevin, hier in der Küche. Ja, hier muss man rückwärts laufen. Hier ist noch Platz. Hier ist noch Platz, genau. Hilfe, du darfst übrigens über den Mund fahren. Ich darf dir über den Mund fahren? Ja, ich habe eine Filminformation verbreitet. Ja, ich wollte das ja eben wollte ich das ja nicht so. Ich wollte ja höflich sein, aber die Ausgabe ist natürlich schon seit einer Woche im Handel. Ja. Kevin hat sich eben getäuscht, dass sie heute in den Handel kommt. Nein. Seit einer Woche schon im Handel und ja, vielleicht habt ihr sie auch schon zu Hause, was wir uns natürlich wünschen würden, weil wunderschöne Sachen drin, Festtagsmenü, könnt ihr euch selber zusammenstellen, verschiedene Vorspeisen, verschiedene Hauptspeisen, verschiedene Nachspeisen, dann natürlich das Rezept mit den Spinatknödeln, was wir letzte Woche bei MixTV gekocht haben, Geschenke aus dem Thermomix, verschiedene Gewürze, Salze, Likörchen, ja. Alles, was das Herz begehrt. Adventskuchen, Stollen. Ja, freut euch drauf. Unsere traditionelle Weihnachtsausgabe. Genau. Seit letzter Woche. Extra vergoldet für euch. Ja, schön. Das und wird ein gewinnen. Fest. Hui, vergessen. Aber jetzt hier zurückzukommen auf unseren Düppekuchen. Ja. Apfelkompott, der ist etwas rötlich, weil wir einfach rote Äpfel im Garten hatten und wir sind ja heute nochmal bei mir zu Hause gewesen. Und das Apfelkompott hatte ich schon vorgekocht. Rezept wird euch aber natürlich eingeblendet, weil Apfelkompott, denke ich, hat auch jeder schon mal im Thermomix gekocht. Ist ja kein Hexenwerk. Wir blenden das nicht ein. Der ist ja ganz knusprig hier. Das Rezept für Apfelkompott tun wir in die Videobeschreibung, ne? Tun wir in die Videobeschreibung, genau. Ja. Also, aber gut. Super flach, super kross, so mag ich ihn. Wer nur Kruste beim Düppekuchen mag, der wird diese vor mir lieben. Jetzt habe ich nur ein Problem, ihn hier rauszubekommen. Dabei hast du sie gut eingefettet. Ich habe sie gut eingefettet, ja. Aber, so, guck mal. Also, ist natürlich jetzt super flach, aber man könnte sagen, es ist ein Hauch von Kruste. Hammer. So, jetzt noch ein Keks Apfelkompott drauf, oder? Ja, hast du recht. Hoppala. Ja, wo holt man fallen Späne? Kann ja mal passieren, ne? Sehr gut. Ein Glück hier. Also sieht ja, es ist alles live, von daher. Ja, live on tape. Live ne? Und in Farbe, genau. Und da kann halt auch mal passieren, dass der Apfelkompott verschiebt. Oh, aber so mag ich ihn eigentlich am liebsten, wenn ich ehrlich bin. Gut. Ich bin ja so ein Freund von herzhaften Sachen. Hm. Also zumindest im Herbst und Winter. Sommer natürlich die leichtere Küche. Aber im Winter darf es ruhig mal etwas herzhafter sein. So, ich nehme noch einen Löffel, Kevin. Ich will ja die Nase lang machen, aber... Das ist ja eh nichts für mich, von daher. Also, ist schon was für mich, ne? Aber ohne Speck, ihr wisst ja. So, vielen Dank super lecker fürs Dabeisein heute. Silvia, vielen Dank, dass wir zu Besuch sein durften. Schön, dass ihr da wart. Ich freue mich dann nächste Woche. Treffen wir uns wieder in der Mixküche und wir hatten euch ja angeboten, wir kommen gerne mal zu euch nach Hause. Würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da willkommen heißt. Wir bringen alles mit, sind total unkompliziert und ja, freuen uns auf euch. Bringst bis dann. Bringst du mich noch zur Tür? Komm. Ich bringe dich noch zur Tür. Komm, so. Mal gucken, ob das hier auch funktioniert. Na, wir sind reingekommen. Dann kommen wir wieder raus. Ja, raus. Ja. So. Oh, jetzt liegt der Hund hier vor der Tür. Wir müssen aufpassen. Ja. So, zieh noch kurz die Schuhe an. Schlaf weiter, Lieschen. So. Ja, nimm deine Schuhe wieder mit. Genau, ich nehme die Schuhe wieder mit. Hier. Zack, rein. So, keine Zeit hier. Ich drück dir auf. So. Silvia, danke schön. Ne? Gerne. Bis zum nächsten mach's Mal. Gut. Bis ciao. Nächste Woche. Ciao, tschüss. Ciao. Tschüss. Nicht fallen. Nee. Ciao. Ciao.